da. Das gehört aber nicht in diesen Müll. Na und? Hallo? Willst du, ist diese Umwelt aber egal oder was? Nein, natürlich nicht. Ja, warum schmeißt du das dann in die falsche Mülltonne rein? Ja, weil ich nicht wusste, ob es falsche Mülltonne ist. Das steht doch da drauf, du Hohlkopf. Entschuldigung mal, aber Sie können mich nicht einfach so beleidigen. Ich habe nichts getan. Doch, hast du. Guck doch mal, du hast den falschen Müll geschmissen. Na und? Ja, das ist nicht gut. Oh Gott, Opa, du bist echt peinlich manchmal. Was? Ich sorge doch nur für die Umwelt. Aber trotzdem. Trotzdem. Puh, also wirklich. Entschuldigung für meinen Opa, der ist echt manchmal ballerballer. Nicht schlimm, was denkt er sich dabei? Also wirklich. Und heute kommt Opa zu Besuch. Ich habe keine Lust. Oma und Opa sind wie Kopien, die sind beide gleich. Beide lieben Hardstyle-Musik und die schalten nicht eine Sekunde von dieser Hardstyle-Musik noch aus. Und du sollst deine verdammte Maske ausziehen. Ich halte es keine weitere Minute mit dir hier so und mit der Maske aus. Mann, lass mich doch. Oma und Opa haben bestimmt Corona. Nur ihr wisst es nicht. Wenn ihr später Corona habt, dann ist es nicht meine Schuld. Du bist so nervig. Ich bin der Älteste von euch. Das heißt, ich habe das bestimmen. Und du, junge Dame, du bist die Jüngste. Du hast nichts zu sagen. Boah, Mann, ich hasse es, die Jüngste zu sein. Haltet jetzt mal eure Klappen. Sonst werden wir uns im Endeffekt noch verprügeln. Ich verprügele gleich Callistro. Mann, der nervt mich halt so mit seiner dummen Maske und seinem Corona. Mann, habe ich gerade Corona gesagt? Nein. Tja, jetzt aber schon. Und außerdem, wenn du diese Maske trägst, dann erinnert mich das an Corona. Und es nervt einfach. Nur noch in den Nachrichten ist Corona, überall nur noch Corona. Die Erde redet nur noch über Corona. Also, es nervt. Und dann auch noch mein Bruder, Alter. Mann, das ist so nervig. Boah, da stimme ich dir zu, Octavia. Meine Fresse, was kann ich denn dafür, dass die Welt jetzt darüber redet? Außerdem ist es eine sehr ernste Krankheit. Ja, ja. Aber ich werde dich trotzdem verprügeln. Wieso denn? Ich habe doch nichts getan. Tja, weil es mir Spaß macht, jemanden zu verprügeln. Oh Gott, du bist so herzlos. Aber ich finde es mal toll, also einen Geschwisterkampf zu sehen. Ja, also 2 gegen 1. Boah, ey. Aber zuerst begrüßen wir Opi. Aber hoffentlich macht er nicht wieder seine Hardstyle-Musik an. Wenn das passiert, dann werde ich ihn mit Corona infizieren. Ich dachte, du hast kein Corona. Habe ich ja auch nicht, aber ich werde irgendwen von der Welt holen und den dann in seinen Magen stopfen. Ah, gute Idee. Dann kann er nicht mehr so Hardstyle-Musik abdancen. Ja, ich weiß, ich habe immer gute Ideen. Und da ist er auch schon. Ich mache diesmal die Tür auf. Hey, 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 McPopels. Hi, Opa. Corona-infizierter Opa. Hi, Opa. Was geht? Wollen wir erstmal feiern, dass ich endlich wieder zu euch zurückgekommen bin? Oh nein, bitte nicht. Mit Hardstyle-Musik? Nein. Doch, das machen wir jetzt. Und ich rufe direkt eure Oma an. Nein, bitte nicht die beiden. Das zerstört mein ganzes Leben. Ich glaube, sie ist tot. Ha, dich hat eh keiner geliebt. Mann, Opa, du bist so fies. Was müssen wir jetzt feiern? Mit einer Runde Hardstyle-Musik. Oh, bitte nicht. Dieses Hardstyle hat Corona. Ich
Aber nein, ihn hat Corona getroffen. Oh mein Gott, ich hatte vom Opa wieder und dann darf ich endlich Alkohol trinken. Und da hat er auch schon an der Haustür geklingelt. Yay! Hi, Opi. Hallo, mein Spatz. Jetzt gehen wir dein versprochenes Alkohol kaufen. Supi. Und dann gehen wir noch eine Runde saufen. Supi. Gehen wir los, mi amor. Was für ein Ding? So, jetzt haben wir deine versprochene Alkohol, mi amor. Was ist das für ein Ding? Ach, weiß ich selber nicht. Lol, bist du dumm. So, und jetzt trink dein Alkohol. Ja. Yeah. Nom, 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 nom. So, jetzt bist du aus. Und yeah, tschüss. Tschüss. Wer immer, was für ein Kack du bist. Ey, du, ich hab Alkohol getrunken. Ja, so hörst du dich auch an. Mensch. Was denkt er sich, dieser dumme Wilfried? Also wirklich. I have crippling depression. Hi, Ovi. Hi. Schön, dass wir uns mal wieder sehen. Ja. Boah. Ist hier jemand gestorben? Sorry, mein Fehler. Boah, es stinkt so heftig nach Tod. Treib mal. Und Entschuldigung, es kommt nie wieder vor. Boah. Ich glaube, ich muss mich gleich übergeben. Boah. Ich gehe dann mal. Nein, was kann ich denn dafür, weil ich immer furzen muss? Ich bin froh, dass ihr das nicht riechen könnt.